Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. So, ich bin auch dabei. Alle anderen Whiskey-Tuber haben wahrscheinlich auch das hier gemacht. Signature Vintage 100 Proof Exceptional Casks. André, ich habe recht, vom Signature Vintage sprich schon gefühlt Monate davon. Ich habe sie bei Kirsch Import denn bestellt, auch bekommen. Und die sind seit 2 Tagen bei mir und jetzt muss ich das hier machen. Wir haben Exceptional Cask Number 1, Altmore 2007. Damit haben wir ein 17 Jahre alte Whisky hier. Wir haben hier unser Exceptional Cask Number 2, ein 16 Jahre alte Macduff. Machen wir auch denn hier auf. Und wir haben hier unser 15 Jahre alte Glenburgie aus dem Jahr 2008. Alle haben 100 Proof. Das heißt, diese alte Imperial Mass, nicht der amerikanische, der heute noch benutzt wird, sondern der alte Imperial, 57,1%. Wir haben überall, ich habe einen Preis bei mir in meiner Flaschenteilung von 84,90 € hier genommen. Ich glaube, es gab ein UVP von, gibt es die irgendwo hier aufgeschrieben? So, nicht kälteverträgt, nicht gefärbt und nö, da gibt es keine. Ich habe die Preise schwanken ein kleines bisschen, aber man findet sie immer wieder hier. Ich habe für mich ein bisschen geschaut bei Whiskey Base hier, um zu sehen, gibt es etwas, was Vergleichbares wäre. Also hier für den Glenburgie, also hier haben wir zweimal Bacardi, hier haben wir einmal den dort Pinot Ricard, 70 Pfund. Oder der günstigste Preis ist in Deutschland, wie häufig, Piemont, Whisky hat hier 76. Und dann, wenn wir hochgehen hier zu dein Whisky, die haben die ursprüngliche UVP hier gehabt von 84,90 €. Auch Whisky.de hat 84,90 €, so von daher. Das ist das, ja, es gibt eine Händlermarge von ca. 30% und wenn jemand sagt, ich bin mit 20 zufrieden, dann freut sich der Kunde. Wenn jemand sagt, hey, ich versuche mal hier zu flippen und versuche mal 100 Marge daraus zu holen, dann gibt es da gestresste und geärgerte Kundschaften, die auch denn dort aufrufen, so Boykotts von irgendwelchen Online-Shops, die das hier bei Hyperflaschen da machen. Verstehe ich nicht. Ich schaue immer wieder, wo gute Preise sind und dann kann man kaufen. Meistens kaufe ich sowieso beim Importeur. Da gibt es einen Standardpreis und da brauche ich selten, dass ich dann bei Einzelhandel kaufe, weil ich sehr, sehr viele Flaschen hier teile und immer fast jeden Tag ein Video dazu gibt. Es gibt die normale 100 Proof. Auch da gab es ein Video zu den ersten drei, die rauskamen. Da fand ich der Ardmore am besten. Jetzt ist die Frage, was finde ich? In eins der Videos hat André sein Ranking auch da gegeben und dann wurde auch sehr schnell. Ich hätte sie wahrscheinlich als Set anbieten sollen, weil jetzt habe ich tatsächlich in diesem Moment von der Altmore 20 Sale über. Von der Glenburgie habe ich sogar 30 Sale noch über. Und hier, Macduff, hat jemand eine Restflasche genommen. Da bin ich jetzt hier raus. Also 5 Sale habe ich für mich. Ja, 57,1%. Ich habe bei einer Community-Runde im Mai die Frage gestellt, was finden wir besser? Signature Vintage Small Batch. Small Batch heißt in diesem Fall immer mit 48,2%. Also hier habe ich zum Beispiel dann Mortlach in der Hand genommen. Ich hätte auch ein Aberfeldy oder ein Aberlauer nehmen können. Ich finde das Small Batch für mich echt einfach mal interessanter. Allerdings, und da habe ich schon angefangen zu erzählen, wenn ich hingehe und einfach die Preise vergleiche. Ja, also hier habe ich tatsächlich 84 € für ein Glenburgie. Wenn ich schaue jetzt hier, da könnte ich ein Glenburgie von Murray McDavid finden, 13 Jahre alt, Einzelfassabfüllung, kostet 94 € bei Masters of Malt. Oder ich gehe hier zu Glenburgie, wurde 2023 abgefüllt, aus dem Jahr 2008.
Ein First Fill Sherry Hogshead, im Grunde, was wir haben, 119 Euro. Also der Glenburgie hier, das ist ein Macduff, das ist der Glenburgie. Genau, die habe ich in der falschen Reihenfolge hier, merke ich. Das ist 1, 3, 2, das ändern wir. Allerdings, wir haben hier 17, 16, 15. Ach, ich lasse es. Glenburgie bei Gordon MacPhail würde 119 Euro kosten. Wenn ich hier rüber gehe zu unserer Altmore, das ist auch ganz witzig. Altmore, das gibt einige Fässer, die 2007 rausgegeben wurden. Brothers in Malt haben zum Beispiel tatsächlich eine 8 Jahre alte, also damals schon 2007, 7 bis 2015, auch Fassstärke 57% rausgegeben, allerdings 8 Jahre alt, nicht 17 Jahre alt, 56 Euro. Dann finden wir etwas online wie bei hier Whiskey Broker, die haben eine 8 Jahre, das hat auch dann über 80 Euro gekostet. Dann gehen wir rüber zu Archives, das ist jetzt hier von Whiskey Base. Ich habe eine 8 Jahre alte, 75 Euro. Dann gehe ich hoch hier auf etwas von The Whiskey Agency. 14 Jahre alt sind wir bei 129 Euro. Und zum Schluss haben wir das hier mit 84. Also 120 hätten Sie fast dafür nehmen können. Das gleiche Spiel kann ich hier auch machen mit Macduff. Macduff hat hier tatsächlich so eine Kung-Fu-Serie jetzt hier, 230 australischen Dollar. Macduff von hier, Alistair Walker Whiskey Company, Infrequent Flyers. Also statt hier der Macduff mit 15, sorry, Macduff mit 16 ist das Macduff mit 11, hat 85 Euro schon gekostet. Und die Whiskey Warehouse hat auch ein 12 Jahre alte Macduff mal abgefüllt, auch 80 Euro. Allerdings nur 12 und nicht hier 16. Und es ist schwierig, etwas zu finden. Finde mal ein Macduff 16 Jahre in Fassstärke aus dem Jahr 2007. Ich werde sie alle drei vergleichen. Ich werde alle drei meine Meinung dazu sagen. Ich werde ein Ranking geben und da könnt ihr gerne widersprechen oder ergänzen. Das ist alles, was ich hier mir vorstellen kann. Also, ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, auch selbst Samples zu besorgen. Ich sage, Sascha bei Brühle Whisky House hat 2 CL-Samples angeboten für einen extrem günstigen Preis, denn da. Braunzucker, alles Vorreifung, alles Sherry, auch die Angel Share waren, ich glaube, André hat gesagt, circa 20% waren weg bei alle, egal ob das der 15 Jahre, 16 oder der 17-Jährigen ist. Erster Eindruck, Altmore gefällt mir sehr, sehr gut. Unser Macduff. Dunkler, mehr Säure, ein bisschen mehr hier von meiner ein Baumwurzel jetzt hier. Sazerac, also okay. Und hier mit unser Glenburgie, unser jüngster Whisky mit 15 Jahren. Wow, der Altmore gefällt mir doch am besten. Der ist schwächer auf der Brust. Der ist gut, aber der Altmore springt mehr aus dem Glas raus. Hier habe ich ein bisschen erdigere Noten. Und hier habe ich bei meiner Glenburgie ein kleines bisschen hier Maggi-Momente, Sherry-Momente. Für mich auch immer wieder interessant zu sehen, auf welcher Leinwand wir hier malen. Das heißt, wir haben in allen drei haben wir mehr ein Fass. Geschmack als ein Destillatgeschmack. Ich glaube, man könnte sagen, Altmore ist sehr weich, ein bisschen wie auch der Glencairn. Unser Macduff ist auch relativ weich und natürlich auch unser Glenburgie wird auch sehr, sehr oft genommen, als unabhängig abfüllt, um dann dort da mitzuarbeiten. 57,1% jeweils. Es kommt Wasser dazu gleich. Ich probiere mal jeder. Ohne Wasser, jede mit Wasser und dann gebe ich meine abschließende Beurteilung. Ach, 2 minus im Glas, 3 plus 3.
Tschüss. Also mein Kalibrierungswhisky hat nur 52% gehabt. Er hat ein bisschen Alkohol schon. Schön würzig. Relativ süß. Beerig. Sirup. Schön. Also Altmoor gefällt mir richtig gut. Also das ist etwas, wo man tatsächlich überlegen könnte, eine zweite Flasche jetzt hier zu besorgen. Wow, Tabak, Holz. Schön, schön, schön. Wow, dunkle Früchte. Gute Sache. Ja, ein bisschen Wasser jetzt hier. Also gehen wir zum McDuff. 17, 16 Jahre. Wie ich sagte, ein bisschen holziger, ein bisschen hier erdiger. Tschüss. Erstmal der Altmoor gefällt mir besser. Der ist viel, dieses herbstliche Lauberde ist da. Tabak, Möbelpolitur. Der war ein bisschen fruchtiger mit einem schöneren, beerigen Moment. Der hat mehr dunkle Tannin, Holz. Ich betone immer wieder Erde, Erde, Erde. Also eine schöne Herbstnote. Auch hier am Ende ist der Alkohol nicht wirklich überfordernd, aber der ist da. Nice. Also ein Tick mehr hier, aber auch gut hier. Und nun. Unser Glenburgie, 15 Jahre alt. Der war in der Nase erst einmal ein kleines bisschen hier zurückhaltender. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr grüne Apfel. Okay, schauen wir mal. Tschüss. Ich glaube, ich gehe noch mal hier hin und gehe nach oben, denn da. Der ist heller. Der war fruchtiger. Der war hier erdiger. Der ist hier karamellisiertes Apfel. Also gibt ihr die Paradiesäpfel dort im Kirmes. Das habe ich hier. Rote Apfel und dieses Karamell. Rotes Candy, was auch immer das ist, Zucker dann da. Auch hier ist Alkohol relativ gut integriert. Heute leichte Holzmomente, die nicht perfekt sind. Moment, 1, 2, 3. Aber vielleicht morgen wird es 1, 2, 3. Ich weiß es nicht. Das ist hier immer, die sind alle drei gut, aber erstmal der erste Eindruck, Altmore holt mich sehr ab. Unser Glenburgie holt mich auch gut ab. Und ich habe ein bisschen Probleme mit der Erdigkeit von der Herbstnote hier in Mai 2024 bei 25 Grad draußen hier, mich anzufreuen auf diese McDuff hier mit einer sehr erdigen Moment. Gut, dann gehen wir nochmal zurück und dann schauen wir mal. Ohne Wasser erstmal. Tschüss. Schöne Sherry-Note. Alkohol ist für mich echt gut integriert. Eine Süße denn da.
Also wirklich, als ob ich beißen würde auf der Kirmes hier in dieser Paradiesapfel mit dem roten Zuckerüberzug, karamellisiert oder kandiertes Apfel denn da. Der Moment bleibt und bleibt und bleibt. Wow. Bisschen älter, merkt man. Das ist schon ein 3 plus plus 2 minus minus Moment. Gut, gutes Zeug. Die Frage vom Preis, 84,90 €. UVP ist das, was wir wollen. Muss ich, es ist nicht Einzelfassabfüllung. Ist das wichtig? Nein. Es ist ein Small Batch, das heißt, da sind mehrere Fässern von unser Glenburgie aus dem Jahr 2008 zusammengetan, um diese Flaschen hier zu bringen. Wie viele Flaschen es gibt, ach, auch das hat André in irgendein Video mal erwähnt. Ich habe es nicht mehr drauf. Steht auch hier nicht bei Whisky Base. Ich würde sagen, wahrscheinlich zwischen 1 und 3.000 Flaschen. Schreibt es unten. Irgendjemand weiß das. Ich weiß das nicht. Wie viele ähnliche Mengen von Flaschen, glaube ich, in alle drei. Schöne, schöne, nice, lecker, süß, kräftig, integriert, harmonisiert. Bin ich momentan bereit zu sagen, hey, ich muss 84 € hinlegen, in Fassstärke eine leckere 15 Jahre alte Whisky zu bekommen. Der Riegel wäre 10 € pro Jahr bei Einzelfass und Fassstärke, das wäre 150 €. Ich habe vorhin vorgerechnet, also wenn das hier bei Gordon McPhail wäre, würde das hier 120, 120, auch das wäre wahrscheinlich 110 €. Also wir sind deutlich unter der marktüblichen Durchschnittspreis hierfür. Und dennoch sage ich mal, wow, ist das. Hat dieser Whisky einen Wow-Moment? Hat das Wow ausgelöst? Habe ich bei meinen 3 plus bis 2 minus Wow gesagt? Bisher noch nicht. Aber ich habe, sehr gut. Wahrscheinlich habe ich Wow gesagt, wer weiß. So, von daher, Preis-Leistung gebe ich das hier eine solide 3. Ihr könnt sagen, Jason, das muss ein 2 sein, es muss ein 1 sein. Wo kriegt man so etwas für diesen Preis? Dennoch, 84 € ist Geld. Denn mein Gehirn sagt Jason, aber ich sage jede Person da draußen, wenn du eine Fassstärke Rye oder Bourbon haben willst, also auch den Einzelfassabfüllung, bist du bei 80 €. Also auch den Pikesville, 84 € momentan bist du denn dafür. Und es ist keine Einzelfassabfüllung mit 55,5%. Also von daher ist der Preis mehr als gerechtfertigt. Also, auch wenn es mein Herz wehtut, 3 plus Preis-Leistung, 3 plus plus 2 minus minus, also sagen wir einfach 2 minus hier für Geschmack. Gut. Ich muss mit mir ringen. Ich will das hier nicht zu sehr loben, aber 2 minus Preis-Leistung 3 plus. Gefühlt sollte es ein 3 sein, aber heutzutage ist es tatsächlich ein 3 plus. So, kaufen, wenn du möchtest. Preisgeschmacklich kaufen, preislich, wenn du möchtest, ja. Und wenn es für dich machbar ist, preislich, tu das. Exceptional Cask hier, unser McDuff. Der ist sehr, immer noch erdig. Gut. Tschüss, ein zweites Mal. Das ist der Whisky, mit dem ich am meisten mich beschäftigen muss, um das mehr zu mögen. Die beiden waren vom Anfang an wow. Das ist ja, ich sagte, diese erdige, holzige, Tabakblätter, getrocknete Möbelpuretur, dunkle Früchte. Mit einiges an Holztannin dabei. Der ist hier gut aufgehoben. Aber das ist nicht mein Beuteschema. Oktober, November, Herbststürme da draußen, 8 Grad, Regen plästert gegen die Scheibe. Ja,
24, 25 Grad draußen, Mitte Mai, kommt in Juni. Nö. Das ist für mich Herbst-Winter-Whisky. Vielleicht sind die alle Herbst-Winter-Whiskys, aber das hat hier eine besondere, also finde ich sehr, sehr schön. Gut. Bleiben wir hier bei unserer 3 Plus. Hier haben wir 2 Minus, hier haben wir 3 Plus. Nichts damit verkehrt, aber es holt mich heute nicht ab. Gerade wenn ich die beiden anderen Kandidaten hier habe. So, Oldmore. Ich bin ziemlich sicher, Oldmore war der Lieblings hier vom André. Schauen wir mal, ob ich das jetzt hier mit ihm immer noch im Einklang bin. Also die beiden sind echt hier, die haben was. Ja. Ja. Der ist besser für mich. Der hat mehr Frucht. Brombeer. Kandierte Pflaume. Kleines bisschen hier habe ich Leder. Das ist auch gut. Der süßer, kandierte, aus meiner Sicht besser. Nase hier besser. Geschmack hier besser. Dennoch erhebe ich, wenn das ein 3 Plus ist, ist das ein 2 Minus. Vielleicht muss ich den auch sogar zu ein 2 erheben. Der blieb ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. André und Signature Vintage. Ihr habt uns reich beschenkt, muss ich schon sagen. Gut gemacht. Da macht man hier nichts verkehrt. Wenn ich meine offizielle Beurteilung geben darf, Platz 1 ist hier für mich der Glenburgie. Platz 2 ist für mich den Altmore. Und Platz 3 ist für mich McDuff. So ist das. Farblich tun sie sich echt nicht viel. Also bei alle drei haben eine ähnliche schöne Sherryfarbe denn da. Alle drei kann ich wirklich empfehlen. Also hier würde ich ein 3 geben, Preis-Leistung. Hier würde ich auch ein 3 bis 3 plus und hier würde ich eindeutig ein 3 plus geben. Jo, meine erste Eindruck wegen jetzt hier unser Signatory Vintage 100 Proof Exceptional Casks. Angedeutet wurde, dass es hier die ersten 1, 2, 3, da werden es noch 3, 4, 5, 6 und so weiter kommen. Das ist etwas, worauf die Geeks sich freuen. Die Frage des Tages ist, welche Taktung wünschen wir uns? Das heißt, stell mal vor, ich will 100 Proof mitnehmen. Alle. Was verkraftet mein Budget für Whisky im Quartal oder im Monat oder im Jahr? Und ich würde sagen, das bin ich. Ich könnte jetzt gerne, dass die Frage des Tages ist. Es gibt andere Whiskys, die ich auch kaufen will, aber ich wäre bereit zu sagen, im Quartal, alle 3 Monate, 3 Flaschen Maximum. Das heißt, eine Flasche pro Monat. Das heißt, im März kommen 3 Flaschen raus, das heißt dann dort im Juni kommen 3 Flaschen raus, das heißt dann hier im September 3 Flaschen raus und im Dezember auch 3 Flaschen. Aber keine bringt Dezemberflaschen raus, also andersrum. Also es wäre Oktober, November, Dezember, das heißt Oktober kommen die 3 Flaschen raus und dann dort immer in einem anderen Rhythmus hier. Das ist das, wo ich sage, das Maximum, das wären 12 Flaschen Foolproof pro Jahr. Vielleicht bin ich schon damit sogar über die meisten Grenzen von den meisten Menschen hinausgegangen.
Wenn ich allerdings andere Reihen anschaue, ob von Kahn Moore oder von Glenn Allachie oder von wer auch immer denn da Sachen rausbringt, die bringen auch Frühjahr und Herbst jeweils 6 Flaschen. Tada, 12. Im Quartal 3 Flaschen Maximum. Damit bin ich mehr als bedient. So, das ist etwas, was wir bedenken können. Ich gehe in meinen Kopf durch. Was ist der typische Käufer dieser Flaschen? So, wir setzen die Händler raus. Wir setzen jetzt hier, wir eliminieren die Sammler. Die sagen, ich sammle, damit es schön aussieht in meinem Regal. Wir gehen von Leuten aus, die die Flaschen wie ich aufreißen. Alle drei auf einmal. Das tue ich meistens zu Hause, erstmal für mich. Und dann lade ich Freunde ein und wir machen ein Tasting bei mir zu Hause. Dann habe ich die Hälfte der Flaschen jeweils weg und der Rest kommt im Regal und ich trinke den peu à peu weg. Vielleicht gibt es Leute, die dann hier tatsächlich Sample-Flaschen mithaben, kann ich mit abfüllen. Ich glaube, die seltensten Menschen, vielleicht liege ich hier absolut daneben, aber es kann so sein, also die meisten Leute machen so etwas, dass sie solche Flaschen mit Leuten, die sie lieben, kennen und mögen, teilen. Und ich glaube, die wenigsten kaufen sich alle drei und trinken alle drei innerhalb von 3 Monaten aus. Damit die nächsten drei dann in 3 Monaten ausgetrunken werden kann und. Ich glaube nicht, dass das der normale Trinkverhalten ist, sondern ich glaube, der normalere Trinkverhalten bei so etwas ist, und vielleicht projiziere ich, weil ich etwas Ähnliches tue ich hier bei meinen Flaschenteilungen, ist, dass wir Flaschen aufmachen und teilen mit Freunden. Schreibt mal einfach auf, welchen Rhythmus wünscht ihr euch? André schaut meine Videos an bezüglich Signature Vintage ziemlich gut. Andere Whiskys, die ich rausbringe, das muss ihm nicht interessieren. Aber wenn ich meine Meinung dazu Signature Vintage schaut, dann zumindest schaut in die Kommentare an, was ihr dazu sagt, um darauf Bezug zu nehmen. Jo. Interessant, interessant, interessant. Danke. Gutes Stoff. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Hoffentlich hat es euch geholfen in eurer Kaufentscheidung. Kandierte Apfel, ein bisschen Sherry mit Tabak und dort Pflaume und hier erdige Momente. Ciao.